Guten Morgen, meine lieben Zuschauer. Heute mache ich mal ein zeitloses Video, ne, ohne Datum, keine neuen Nachrichten, mal so was Allgemeines, weil ich bin ja auch schon hier seit 2016 hier bei YouTube und habe ja jetzt in den 8 Jahren schon einiges erlebt. Die ganze Einwanderungspolitik. Am Anfang habe ich eigentlich hier diesen Kanal schleifen lassen, habe ganz andere Videos gemacht, war ganz anders unterwegs. Dann kam die C-Pandemie, da wollte ich darüber berichten, da wurde mein Kanal ja eingestellt oder konnte ich nichts hochladen, weil ich da auch sehr kritisch unterwegs war. Und ja, danach habe ich dann aktiv hier Videos gemacht, mittlerweile schon über 1200 Videos und habe ja auch hier auch im YouTube Leute, mein Denken, mein Handeln auch mich ändern müssen, habe sehr viel dazugelernt, bin auch durch einige Videos auch wieder hier zur Bibel gekommen, die ich ja auch, ne, lese ich ja auch, wie ihr ja wisst. Und bin dann auch durch die ganzen politische aktuellen Themen, durch den Krieg hier mit Israel im Gazastreifen auch zu dem Koran gekommen. Da habe ich ja auch schon so einige mal angeschnitten oder einige Videos zu gemacht. Und dann habe ich mir natürlich auch hier über die Bibel sehr viele Gedanken gemacht, Sachen eingelesen, bin dann auch hier auf The Chosen getroffen. Das ist so eine Serie, so eine Staffel, die könnt ihr euch bei YouTube anschauen. Dann Pastor Gunnar Engel, mache ich gleich nochmal, ich stelle ihn euch gleich kurz mal vor. Und hier Werner Gitt, dann Peter Hane, der ja hier früher ZDF-Korrespondent oder hier die Tagesschau gemacht hat und ist ja jetzt hier in Pension, lebt in der Schweiz und ist ja hier studierter Theologe und ist auch kritisch unterwegs mit der Regierung und hat ja jetzt hier bei der 40-Jahr-Feier von Tichys Einblick, den sehe ich ja auch sehr oft, ne? Und was heißt denn diese Tichys Einblick? Kann man ja auch sehen als Treue und Ehrlichkeit. Tugend und Erfahrung. Man kann ja da ganz andere Buchstaben einsetzen und Einblick sagt Peter Hane auch, man muss zurückblicken. Es zählt eigentlich nur die Wahrheit, wo ich ja eigentlich auch drin stehe. Und die Wahrheit ist ja unsere Bibel. Das ist das Fundament, wo wir eigentlich drauf stehen müssten. Die ganze Menschheit, die ganzen Christen, auch hier muss man vielleicht kritisch Koran und Bibel mal abgleichen, wie die beiden aufgestellt sind, wie die beiden da argumentieren mit Allah, mit Mohammed, Jesus und Gott. Ist das der gleiche Gott, wie wir hier beten? Wer ist der bessere Gott? Kann man das überhaupt sagen? Da geht es ja schon los. Aber erstmal müssen wir, ich selber eingeschlossen, hier zurück zum Glauben finden, zurück zur Wahrheit. Was ist in der Bibel? Was steht da drin? Und daher, ich bin ja auch hier völlig abgefallen. Ich muss selber wieder zurückfinden, fällt mir sehr schwer, weil wir ja abgelenkt sind mit Fernsehgucken, mit Beruf, mit Kindern, mit Freizeitgestaltung. Da ist in meinem eigenen Leben schon überhaupt kein Platz mehr, mal zu beten, mal Ruhe einkehren zu lassen, sonntags mal zur Messe zu gehen. Wir sollen ja eigentlich den Sonntag heiligen, ruhen lassen und auch mal zur Kirche gehen. Schaffe ich auch nicht immer, wenn es hochkommt, wirklich vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt, und Weihnachten und Ostern, dann war es das. Und dann meint man als Christ, ja, das reicht. Aber bei weitem nicht. Bei weitem nicht reicht das nicht, meine Meinung. Ich muss da völlig den Jesus hier oder die Bibel, Gott hier wieder in mein Leben mehr einbauen. Und da kann ich nur euch Gunnar Engel empfehlen. Der gibt da sehr viele Tipps. Der ist in der Bibel unterwegs, macht sehr gute Videos und kommentiert auch The Chosen, die Bibel in Staffelform ganz einfach mit einfachen Mitteln verfilmt. Und klasse, kann ich euch nur empfehlen, aber ich schalte euch gleich mal um. Habe auch eine kleine Rede von Peter Hane, weil der zitiert da ja, Paulus. Wenn man das mal sieht, die ganzen 12 Apostel, ne, Lukas, Matthäus, Johannes, Petrus, ja, Paulus war ja kein Apostel, der kam ja erst später, der hat ja erst Jesus verfolgt, da spricht ja Gott. Die sind ja mit Wanderstab und nur mit dem Wort.
sind sie ja losgezogen in die Reiche Griechenland, Römer, die hatten ja ihre eigenen Götter gehabt und haben da nicht mit Armeen oder mit Waffen, die haben nur mit dem Wort und mit dem Glauben haben die versucht, hier Christus nahezubringen. Wir haben nur einen Gott und nur Christus ist der Weg in den Himmel. Wir müssen uns bekehren und. Das sagt auch Peter Hane und da hat er ein Beispiel, er zitiert ja auch sehr oft die Bibel und jetzt habe ich hier so eine kleine Ausschnitt bei Tischis Einblick des 40. Geburtstag. Müsst ihr googeln die ganze Rede, weil ich weiß nicht, ob das urheberrechtlich alles hier geschützt ist, da muss ich ja auch immer aufpassen. Deswegen sagt er, ich greife mal schon vorweg, nein, ich mache das anders. Hört selber erstmal rein, was Peter Hane hier sagt mit Schild, Schwert und Helm, Ritterrüstung. Das ist denn hier Paulus, Brief an die Epheser. Ne? Da bin ich jetzt hier, was ist das? Epheser, Kapitel 6, geht denn los, Satz 10. Ne? Die Waffen Gottes. Da habe ich jetzt hier schnell liegen. Und genau das sagt Tichy, Peter Hane bei Tischis Einblick auf der Geburtstagsfeier, aber hört selber, wie das eigentlich passt der Brief in die ganzen Briefe von Paulus, die sind vor 2000 Jahren geschrieben worden, wenn man daran glaubt, ich glaube daran, und die passen in die heutige Zeit. Lest mal nur, das ist ein kleiner Brief, Ephesus, das sind ein ganz kleiner Teil der Bibel, das sind 4 Seiten. Liest man nur diesen Brief an die Epheser. Da liest man nur ein Kapitel, liest man nur Markus aus dem Neuen Testament, weil die 4 Evangelisten, Lukas, Matthäus, ja, jetzt ist da jetzt schon los, Matthäus, Markus und Johannes. Ne? Das sind die 4. Alle 4 schreiben aber das gleiche Thema. Also vieles wiederholt sich ja auch in der Bibel, aber Querverweise, aber ich bin jetzt kein Gelehrter, ich bin kein Studierter, ich muss halt selber alles erstmal lernen und erstmal wieder reinkommen. Nur so aus meinem Erfahrungsstand, da redet Gott. Durch Petrus, da redet Gott. Das sind einfache Leute, das waren Fischer, Handwerker, die waren ganz einfache Leute, nicht gebildet, nicht studiert, den Pharisäern und den Gelehrten da weit unterlegen. Und diese einfachen Leute hat sich Jesus ausgesucht und in Pfingsten haben die den Heiligen Geist und dann sind die durch, da spricht Gott. Gott spricht da, verbreitet da den Glauben, ohne Waffen, nur mit einem Wanderstab und mit Worten. Und da sind die Kreuzritter ja weit von weg, da ging es ja nur um Macht. Die haben zwar den Glauben verteidigt, aber das ist ja nicht im Sinne von Gott. Aber das ist die Frage, wäre dann, ne, man mit Schwert und Schild, wie das hier in dem Koran steht, da wird das ja mit Kriege der Glauben verbreitet. Das muss man auch nochmal so sehen. Wäre das Christentum wirklich so weit gekommen, wenn die Römer nicht den christlichen Glauben angenommen hätten? Unter Konstantin, ne, hier Nicäa, erste Konzil, da ist er ja, haben die Römer den christlichen Glauben und dann auch im Namen Christus dann auch gekämpft. Wäre das nicht gekommen, weil die Römer waren ja auch hier bis hier Köln, Xanten, das war ja nachher alles römisch-katholisch. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Okay, so was mir so gerade so einfällt und ich gehe jetzt mal rein und ja. Werner, wir haben ja miteinander telefoniert und sind beide nun absolut eine Blutgruppe als evangelikale Christen. Also wir sind die Hardcore-Fundamentalisten der evangelischen Seite. Zu den Katholiken, Familie und Ehepaar Tichy. Aber wir waren uns einig, Ritterrüstung, das ist etwas noch viel Tieferes als das, was man so menschlich unter Ritter versteht. Christen wissen, Paulus vor 2000 Jahren schreibt zur Gemeinde von Ephesus über die Waffenrüstung des Glaubens. Und da merkt man plötzlich, als wäre dieser Brief heute geschrieben und nicht vor 2000 Jahren. Für heute 2024. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch oder Blut, schreibt Paulus, sondern gegen geistige Mächte,
diabolische Mächte, teuflische Mächte, gegen Leute, die uns bewusst zerstören wollen. Was wäre das geschrieben für 2024? Und dagegen brauchen wir, und deswegen bin ich ja heilfroh, dass das Schwert noch kam, sonst hätte das ja alles nicht geklappt hier. Wir brauchen das Schwert des Glaubens, ein festes Fundament, sonst funktioniert alles nicht. Matthias Claudius, der letztlich einer der Pioniere des Journalismus aus Hamburg mit dem Wandsbecker Boten, hatte als Spruch über seiner Zeitung Wandsbecker Bote: Etwas Festes muss der Mensch haben, sonst funktioniert das nicht, vor allem heute nicht. Das Schwert des Glaubens, des Wortes Gottes, der Wahrheit, der Helm des Heils, Schild des Glaubens zur Verteidigung. Wie nötig ist das gerade heute? Und deshalb freue ich mich, dass das so ein Zusammentreffen war mit diesem symbolischen, wunderbaren Geschenk. Das war jetzt Peter Hane, ein kurzer Ausschnitt aus, ich zeige euch gleich auch noch die Seite, wo ich das gefunden habe, hier bei YouTube. Und nochmal ja Ephesus, dass das alles auch stimmt, ne? Die Waffen Gottes. Noch ein letztes Wort. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Dann könnt ihr euch die Schilde des Teufels nichts anhaben. Die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Was er auch gerade sagt. Wir kämpfen gegen andere Mächte. Ne? Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte. Und Gewalten gegen böse Geister zwischen Himmel und Erde, die jetzt diese dunkle Welt beherrschen. Darum greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimmste Tag kommt, werdet ihr wohlgerüstet sein und den Angriff des Friedens standhalten können. Seid also bereit. Legt die Wahrheit Gottes als Gürtel um. Zieht das Tun des Guten als Panzer an. Tragt als Schuhe die Bereitschaft, des guten Nachrichten von Frieden mit Gott zu verkünden. Haltet das feste Vertrauen als den Schild vor euch, mit dem ihr die Brandpfeile des Satans abfangen könnt. Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm und das Wort Gottes, das Schwert, das des Geistes euch gibt. Vergesst dabei nicht das Gebet. Bittet Gott immerzu mit den Beistand seines Geistes. Bleibt wach und hört nicht auf, für das ganze Volk zu beten. Betet auch für mich, dass ich Gottes Botschaft verkünden und sein Geheimnis ungehindert bekannt machen kann. Das in guten Nachrichten enthüllt worden ist. Auch jetzt im Gefängnis bin ich ein Botschafter in ihrem Dienst. Betet darum, dass ich sie frei und offen verkünden kann, wie es mir aufgetragen ist. Da schreibt also jetzt Paulus schreibt das, und das ist ja Wort Gottes. Und wenn man da also von Gott oder von Jesus, ne, da muss man erstmal dran glauben, die Bibel ist die Wahrheit, und das in der heutigen Zeit mit unsichtbaren Mächten und Gewalten und bösen Geistern zwischen Himmel und Erde. Das sind denn hier, wie ich das verstehe, böse Gedanken, die uns schaden wollen. Zeitungen, Meinungen, schlechte Nachrichten, die man nicht greifen kann, also jetzt nicht Waffen, Panzer schießen, keine Menschen töten, sondern mit Worten überzeugen. Vielleicht müssen wir hier die ganzen Muslimen überzeugen und zum christlichen, zum biblischen Glauben bringen. Vielleicht ist das die Aufgabe der Christen, aber erstmal uns selber wieder zu Gott bekennen, wissen, was das überhaupt. Ja, das sind ja alles Sachen, die Jesus gesprochen hat oder die Propheten gesprochen haben. Und dann braucht man natürlich hier so ein Pastor Gunnar oder Engel oder The Chosen. Was bedeutet das eigentlich? Und dann ist natürlich noch gut, wenn einer das noch überträgt in die heutige Zeit für uns. Weil wir sind ja völlig ankerlos, wurzellos, orientierungslos, gehen hier irgendwelchen Drogen, laufen wir hinterher, irgendwelchen Sekten, irgendwelchen, was weiß ich, laufen hinterher. Aber die Wahrheit steht in der Bibel. Die Grundlagen stehen alle hier drin, und die Bibel ist so zeitnah, so aktuell wie seit langem nicht mehr. Und das spricht auch hier Peter Hane in der weiteren Rede an. Ich werde euch da gleich das hier zeigen, welches Videoclip da ist. Und ja, wie gesagt,
lest die Bibel, hinterfragt Sachen, fahrt in eure Gemeinden, die, ich bin ja kein, muss ja selber erstmal wieder lernen, da das zu deuten, wie setzt man das um, ich habe auch falsche Gedankengänge vielleicht, oder vielleicht kann man manches so oder so oder so sehen, ja, und aber es geht immer, das Wort Gottes ist die Wahrheit, Jesus ist der Einzige, der uns ins Paradies bringt, also ne, die Prophezeiung kommt, dass er irgendwann wiederkommt, der jüngste Tag, sind wir schon in der Offenbarung des Johannes, könnt ihr ja auch mal lesen, aber da wird ja das Ende, das würde ich erst zum Schluss lesen, also erstmal die Briefe und Apostelgeschichte, lest die Evangelien, wenn er erstmal im Neuen Testament da anfängt, sucht euch da einen raus, so würde ich anfangen, ne? Und ja, das ist, aber da ist, glaube ich, hier Gunnar Engel der viel bessere Ansprechpartner als ich, weil ich komme ja aus einer ganz anderen Richtung, komme ja aus Wirtschaft und Wirtschaftsstudium und aus der Arbeitswelt und ich bin ja selber auch nur ein Zuhörer, aber was nützt uns das, wenn wir dann in der Kirche sitzen, wir hören uns die Worte an, viele schlafen ein und leben nicht danach. Das ist ja viel wichtiger, auch danach zu leben. Nicht nur so, wie man das nennt, so Scheinheilige, ne, die dann da sitzen, ja, ich war ja in der Kirche und bin ja fromm und Opfer auch hier 10 Euro jeden Sonntag und dann lebe ich wieder nach meinen, wie ich das meine. Und man vergisst dann hier die ganzen, die Bergpredigt oder die 10 Gebote. Das ist ja schon sehr schwer. Allein schon die Bergpredigt umzusetzen, ja, das ist ja schon sehr schwer. Oder die 10 Gebote umzusetzen. Wenn wir alle nach den 10 Geboten und nach der Bergpredigt leben würden, alle Menschen, hätten wir keinen Krieg, hätten wir keine Gewalt, jeder hätte genug zu essen, genug zu trinken, jeder, da gäbe diese Ungleichheit nicht. Einfach um Punkt gebracht. Meine Meinung. Ne? Okay, ich schalte euch jetzt mal kurz zu diesen Seiten, wo ihr was findet, was ich momentan für sehr wichtig finde. Ne? Okay. So, meine lieben Zuschauer, hier bin ich jetzt bei YouTube. Ne? Hab das mal eben eingegeben. Tichys Einblick. Herr Tychikus kommt auch in der Bibel vor. Gruß, letzte Woche hier, Epheserbrief von Paulus, habe ich gerade nochmal gelesen, Tychikus, auch gut. Dann seht ihr hier den Wecker und das hier ist das Video, was ich hier euch hier da nochmal einen Ausschnitt machen könnte. Auch läuft jetzt, habe ich das angeklickt. Hier ist dann die Seite, also ist, das ist der Sohn, glaube ich, von Tichy. Also er macht sehr... hat angefangen mit dem Laptop und ist auch sehr kritisch unterwegs mit was Kalifat. Ja, schaut selber rein, die Leute, die das noch nicht kennen, kann ich nur empfehlen. Und hier, das ist denn hier, ne, hier ist Roger Köppel, den höre ich auch sehr oft und sehr kritisch unterwegs, den Wecker jeden Morgen. Das ist der Tichy, ne? Hier TE. Und ja, könnt ihr hier mal euch anschauen und schreibt mal Kommentare drunter, wie findet ihr das, seid ihr, kennt ihr den, ist das Neues, was haltet ihr davon? Das war jetzt hier der Peter Hane, kommt da sehr viel vor und macht sehr gute Nachrichten, halt sehr kritisch unterwegs zu unserer Regierung, zu den anderen, zu Stern, zu Spiegel, zu Bild-Zeitung, also genau die Gegenseite, wir brauchen linke und rechte Seite, wir müssen hier dank Internet können wir hier noch offen uns hier äußern. Wir haben eine Meinungsfreiheit und die sollte man dann auch wahrnehmen. Ne? Also hier ist mein Kanal, ne? So, ja, das ist mein Zeichen da oben. Okay, ich gehe mal hier raus, dann gehe ich mal im nächsten. So, und das hier ist oben Gunnar Engel. Der hat Livestreams und erklärt euch die Bibel, wie man beten soll. Also ich finde ihn, er macht das sehr gut. Hier ist, glaube ich, auch das Chosen, gibt er, glaube ich, auch hier. Da ist er. Ne, also sehr modern, sehr, also 25.100 Abonnenten, kreativer Pastor, moderner Bibellehrer ist Gunnar Engel, der beste Freund, kann ich nur empfehlen. Der hat hier, also meine Meinung, macht er das sehr gut, hat auch gute Shorts und für die Jugend, die mal ein bisschen wieder zu Gott finden wollen und macht er eigentlich sehr gut und hört rein, schreibt mal Kommentare rein, aber ne, hier habe ich auch so Chosen, Carsten Jahn, Tim Keller sind ja meine Abonnenten, die ich abonniert habe. Ne? Und da mit ihm versuche ich jetzt zusammen die Bibel zu lernen, so wie ich Zeit habe. Aber immer dieses Zeitproblem, aber man soll sich für Gott schon
eine Stunde am Tag Zeit nehmen, ein bisschen aufgeteilt, Viertelstunde verspäten, ist auch wichtig, und um die Gedanken zu sammeln, gerade in der heutigen hektischen Welt. Ne? Ich habe auch noch mal so einen kleinen Clip, glaube ich, für euch. Den zeige ich euch jetzt mal eben. Okay, dann mal zum Clip. Eine Art Kommunikation mit Gott. Wir beten zu ihm mit allem, was los ist. Und immer wieder höre ich von Christinnen und Christen, dass es gar nicht so leicht fällt, dieses Gebet, diese Kommunikation mit Gott zu einem beständigen Bestandteil deines Lebens zu machen. Wir vergessen es immer wieder. Wir machen es manchmal vielleicht nur in Momenten, wo wir nicht anders können, so das Notfallgebet, das Stoßgebet. Oder wir merken, meine Gebetszeit, die ist irgendwie eingeschlafen, je mehr in meinem Leben los ist, umso weniger Platz ist dafür. Deshalb habe ich heute für dich 3 einfache Schritte, mit denen du Gebet in deinen Alltag, in dein ganz normales Leben integrieren kannst. Und zwar morgens, mittags und abends, jeweils mit einem besonderen Fokus. Und wir starten direkt morgens. Den Morgen starte ich ganz einfach mit dem Vaterunser. Das Grundgebet der Christen, Jesus selbst hat uns das beigebracht. In der Bergpredigt kannst du das lesen, seine Jünger fragen, wie sollen wir beten? Und er bringt ihnen das Vaterunser bei. Und das ist auch mein Start in den Tag. Ja, was Einfaches, wenn du so willst, geht auch morgens, geht immer, geht aber auch, wenn du eigentlich noch halb am Schlafen bist. Sollst du natürlich nicht sein beim Gebet, aber hey, anderes Thema. Das Vaterunser ist das Grundgebet der Christen und das sollte an keinem Tag fehlen. Und du kannst das, wenn du dich da sicher fühlst auch, so ein bisschen erweitern, indem du immer wieder an die einzelnen Bitten, an die einzelnen Dinge des Vaterunsers, an die Sätze, deine eigenen Gedanken und Bitten ranhängst. Das ist so ähnlich wie in dem Video über Psalmen, was ich mal gemacht habe. Ja, mit dem Psalm beten, habe ich dir hier oben verlinkt. Und genau das Gleiche kannst du im Endeffekt mit dem Vaterunser machen. Und hier ist The Chosen, gibt es eine Staffel. Ne, ich weiß jetzt, die kann man dann kaufen. Und dann müsst ihr mal euch selber durchklicken. Da gibt es euch irgendwie so mit Abo hier, ne, wie das gefilmt worden ist. Sehr modern, sehr einfach gedreht, sehr verständlich. Und die erklären danach auch die einzelnen Episoden, was da passiert, was da so gesprochen wird. Die erzählen die Bibel. Also sehr verständlich, kann ich euch nur empfehlen. Schaut mal rein. Und hier, das ist tatsächlich, der spielt der Jesus. Und verschiedene Staffeln. Das sind denn hier so, das ist auch der Pastor Gunnar Engel, der da auch ein bisschen mit erklärt. Und andere, die hier an der Bibel glauben. Und kann man, glaube ich, CDs über Clip, über Abo, könnt ihr euch da hier durchklicken, reinklicken. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle hier noch so bei YouTube offen sind. Sieht, glaube ich, so aus. Musst du auch selber die einzelnen Episoden zusammenklippen. Und kann ich nur empfehlen. Sehr sehenswert. Ja. Jetzt will ich nur hoffen, dass ich hier keine Urheberrechte verletzt habe oder irgendwie, dass YouTube das nicht hochlädt. Ich bin mal gespannt, weil das sind ja alles auch geschützte Namen. Mal schauen, wie hier Gunnar Engel oder The Chosen oder Tichys Einblick, ob es da jetzt irgendwie Probleme sind. Schaut euch das an, schreibt Kommentare drunter und teilt das Video, aktiviert die Glocke, und das war jetzt mal ein ganz anderes Video. Ich hoffe, ich konnte euch da nochmal so ein paar Sachen euch zeigen. Liest die Bibel, ne? Schaut auch nochmal Werner Gitt, auch hochinteressant, auch sehr kritisch unterwegs, sehr gläubig, erklärt die Bibel auch sehr, sehr gut. Und kann ich auch nochmal euch empfehlen, Werner Gitt. Habe ich, glaube ich, auch schon mal ein Video irgendwo genannt oder nochmal hier so ein Mitschnitt. Beste Beispiel, glaube ich, hier der Islam aus Sicht der Bibel. Müsst ihr mal googeln. Sehr, sehr guter Beitrag, ne?